Wir sind jetzt hier mit Hildegard Müller, der Präsidentin des VDA. Ist Mobilität ein Entweder-Oder, Frau Müller? Nein, Mobilität ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, das merkt man in jeder Diskussion zurzeit am Küchentisch. Es geht einfach, verschiedene Mobilitätsbedürfnisse miteinander zu verbinden. Und da stellen sich in den Städten ganz andere Herausforderungen wie auch in den ländlichen Räumen. Und ich finde, eine Debatte, die den Ruf verdient, die ist es auch wert, dass man diese verschiedenen Aspekte berücksichtigt. Insofern wünschen wir uns Lösungen für Städte, die natürlich ganz andere Herausforderungen haben. Die Vernetzung der Verkehrsträger, ein wichtiger Punkt. Natürlich das Thema Klimaschutz, Modernität von Autos, von Digitalisierung. Und auf der anderen Seite auch wirklich zu sehen, wie schaffen wir diese Transformation, wie schaffen wir diese große Aufgabe. Und was bedeutet das jetzt für die neue IAA? Die neue IAA hat sich vorgenommen, genau das sichtbar zu machen. Zum einen die modernsten Trends auch rund um das Auto herum. Es ist eine Autoshow sicherlich auch im positiven Sinne, hier die Entwicklungen darzustellen, zu zeigen, was hat sich getan, wie verbinden wir den modernsten Autobau mit dem Thema Digitalisierung. Es ist aber auch der Ort, an dem wir diskutieren werden. Wir wollen mit den Menschen über die Zukunft der Mobilität sprechen. Und da sind auch alle eingeladen, diese Diskussion mit uns zu führen, eben nicht entweder oder, sondern im und. Wie schaffen wir Lösungen, wie schaffen wir diese große Herausforderung auch zu gestalten. Und es soll aber auch ein bisschen Spaß machen. Es soll auch Happening sein. Und da bietet diese Stadt in München, glaube ich, ganz tolle Voraussetzungen. Wir wollen in die Stadt, mit der Stadt und mit den Menschen vor allem gemeinsam diese IAA entwickeln. Inwieweit öffnet sich die IAA jetzt für andere Zielgruppen und auch für einen öffentlichen Diskurs? Eine Kernidee der neuen IAA ist es, dass dieser öffentliche Diskurs mit uns, durch uns und mit uns gemeinsam hier auf dieser neuen IAA auch geführt wird. Der VDA wird dieses Thema nicht nur auf der IAA ansprechen. Wir werden intensiv in den Dialog über die Zukunft der Mobilität einsteigen und ringen, die besten Lösungen zu suchen, in einer positiven Streitkultur zu überlegen, was bringt uns voran. Welche technologischen Trends gibt es und wie können wir die den Menschen nutzbar machen? Denn darum geht es ja am Ende und wie können wir uns gleichzeitig dem Klimaschutz verpflichten. Wir glauben aber auch, Mobilität ist ein ganz wichtiges Bedürfnis für Menschen. Und auch dieses Bedürfnis ist etwas, dem wir Rechnung tragen müssen, sonst verlieren wir Menschen in den Diskussionen. Und die neue IAA wird genau dieses Spannungsfeld darstellen. Sie wird Autos zeigen, sie wird aber auch rund ums Auto diskutieren und mit den Bedürfnissen der Menschen Zukunft gestalten. Und worauf freuen Sie sich persönlich am meisten? Gerade an dem heutigen Startpunkt, da könnte man eigentlich schon morgen loslegen. Ich freue mich wirklich darauf, in dieser wunderbaren Stadt dieses Thema anzugehen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass die Autoindustrie einen großen Beitrag auch leisten kann, um moderne Mobilität zu gestalten, möglich zu machen und für die Menschen auch nutzbar zu machen. Deshalb freue ich mich unheimlich drauf und warte jetzt schon im Prinzip auf den Herbst nächsten Jahres. Frau Müller, vielen Dank für Ihren Beitrag.